Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von 2001 Odyssey im Weltraum und sammle so ein paar Sachen rund um den Film. Und habe jetzt ja wieder investiert und war gerade beim Zoll und habe was ausgelöst, nämlich diesen Umschlag hier. Ein Umschlag, der kam, vom Zoll zurückgehalten wurde, weil ja es was Interessantes drin ist, nämlich ein Autogramm, beziehungsweise zwei Autogramme von den Hauptdarstellern von 2001 A Space Odyssey. Hier sind die beiden Autogramme. Wir haben Gary Lockwood und Kia Durrell, wie er heißt. Und es ist eine limitierte Auflage. Es sind 150 dieser Plaketten, die verbunden sind mit einer Bluetooth-Box, die erst 2019 rauskommt. Das ist die Plakette, die da hingebappt wird. Nämlich eine Bluetooth-Box, die ein Lautsprecher ist, die diesen HAL-Computer, HAL-9000-Computer darstellen soll. Und heute kam eben, wie gesagt, beim Zoll das an. Ich musste es auslösen. Hier ist die Zertifikation, dass es auch wirklich so war. Die beiden Schauspieler haben unterschrieben und gefällt mir, werde ich mir aufhängen. Ich mag die beiden Schauspieler und ich mag vor allem den Film. Aber ich habe noch was ganz Besonderes, nämlich vor ein paar Wochen gelang mir folgender Coup. Ich habe nämlich ein Poster bzw. ein Foto bekommen, einen Originalabzug, wo eben die beiden Herrschaften da sind. Hier Kia Durrell und hier Gary Lockwood. Und wenn ihr genau hinschaut, Originalautogramme drauf. Und hier Gary Lockwood hat auch noch für Matthias geschrieben. Yeah. Okay, das freut mich sehr. Wird gerahmt, kommt in die Ahnengalerie, weil mir dieser Film von Stanley Kubrick, der wichtigste US-amerikanische Regisseur, enorm viel bedeutet. Finde ich super. Also hier, zweimal Autogramme, 2001, Odyssey im Weltraum. Danke fürs Zuschauen und freue mich über eure Kommentare. Ich hoffe mal ein paar positive. Und der eine Heini, der immer disliked, irgendwann erwische ich dich. Also, danke, macht's gut. Servus.